Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sinnedomme. Ich habe mir den alten Klassiker Robocop 2 angeguckt. Beginnen wir mit der Story. Die Story ist verhältnismäßig einfach, wobei sie dann doch im Laufe der Geschichte ein bisschen Komplexität erlangt. Und zwar hauptsächlich dadurch, was Murphy alias Robocop so durchmachen muss. Im Prinzip gibt es eine neue Droge in der Stadt und die sorgt für Chaos und jetzt, wie heißt der Konzern? Mensch, peinlich wieder. Der Konzern, der eben Robocop herstellt, versucht praktisch daraus Kapital zu schlagen und finanziert die Polizei nicht mehr, die eben auf Privatinvestoren in der Zukunft von Robocop angewiesen ist. So dass die streiken und das Verbrechen sich ausbreitet und Robocop ist so der Einzige mit seiner Partnerin, der da überhaupt noch gegen vorgeht, wird dann aber eben von den Gangstern aufgemischt und daraus entspinnt sich dann eine Geschichte. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ist jetzt nicht so komplex, aber gut erzählt. 7 von 10 Punkten. Figuren und Darsteller, da haben wir wieder Peter Weller als Robocop und jetzt keine so bekannten Darsteller. Aber die Figuren sind, finde ich, recht gut charakterisiert für so eine Art Film. Hat mir wirklich ganz gut gefallen. 7 von 10 Punkten. Der Schurke ist ein bisschen seltsam, aber das gehört vielleicht auch ein bisschen zu Robocop dazu. Atmosphäre und Design. Die Atmosphäre finde ich toll. Gefällt mir nach wie vor sehr, 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 sehr gut. Das Design ist weitestgehend auch gut, bis auf ein, zwei Entscheidungen, wo man auch heutzutage wahrscheinlich anders machen würde. Aber da merkt man halt, der Film ist ein bisschen älter. Trotz allem 8 von 10 Punkten bei Atmosphäre und Design. Humor ist ziemlich wenig drin in Robocop 2. Ja, es gibt diesen satirischen Humor durch die Werbeclips und so wieder, aber der ist ein bisschen stärker zurückgefahren, finde ich, im Vergleich zum ersten Teil. 2 von 10 Punkten bei Humor. Schnitt und Kamera. Da muss ich sagen, das funktioniert heute erstaunlich gut noch. Schnitt und Kamera waren gut, immer nachvollziehbar. Teilweise interessante Kameraperspektiven für damalige technische Verhältnisse. 8 von 10 Punkten. Effekte und Action. Da ist natürlich so, die Action finde ich richtig cool. Da steckt auch einiges drin. Problematisch wird es da natürlich bei den Effekten, die einfach nicht mehr State of the Art sind. Können sie halt auch nicht. Aber durch das Stop-Motion ist es, finde ich, noch ganz okay gealtert. Wahrscheinlich besser, als wenn es damals irgendwelche schlechten Computereffekte gewesen wären. Deswegen bei Effekte und Action ziehe ich ein bisschen was ab. 7 von 10 Punkten. Kommen wir zur Spannung. Durch die immer wieder sich verstrickende Geschichte und ein, zwei Wendungen, die ich nicht vorwegnehmen möchte, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, muss ich sagen, fand ich den echt spannend. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen gehabt, beziehungsweise ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob ich den überhaupt schon mal gesehen hatte, weil mir das so überhaupt nicht bekannt vorkam. Ich glaube, ich kannte nur den ersten und den dritten und ich muss sagen, ich fand den zweiten echt spannend. 8 von 10 Punkten. Soundtrack war gut. Nicht überragend, aber gut. 7 von 10 Punkten. Und jetzt bin ich angekommen bei der Genrewertung. Also, Regie geführt hat hier nicht mehr Paul Verhoeven, sondern Erwin Kirschner. Und da muss ich sagen, der hat echt einen guten Job gemacht. Der hat uns auch eines meiner persönlichen Filmhighlights überhaupt, Star Wars The Empire Strikes Back, beschert. Und muss sagen, er hat auch bei Robocop 2 einen echt guten Job gemacht. Ich finde, das ist ein wirklich guter Film. Es gibt zwar ein, zwei Schauspieler, die da ein bisschen overacten und wie gesagt, die Tricks sind nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, aber es ist trotzdem ein guter Film mit guter Spannungskurve, guter Dramaturgie und die ein oder andere philosophische Frage wird angesprochen und es geht um was und hat mir wirklich gefallen. 8 von 10 Punkten in der Genrewertung. Also, wenn ihr Robocop 2 noch nicht gesehen habt und für so Dystopien und so offen seid, guckt euch den auf jeden Fall mal an.
In der Gesamtwertung muss ich sagen, ja, man merkt natürlich, dass er alt ist, deswegen ziehe ich hier nochmal ein Pünktchen ab. 7 von 10 Punkten in der Gesamtwertung, aber trotzdem, Robocop 2 kann man sich heute echt noch angucken und ich war überrascht. Ja, das war's mit meiner Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Bei Anregungen ab in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dann.